Oh, da ist irgendwas Kleines. Okay, dann habe ich direkt ein Mate gefunden. Wenigstens kann der Kleine jetzt was essen. Und damit übrigens herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Wir spielen heute den Herrera. Und ich habe schon ein kleines Patenkind gefunden. Ich bin übrigens schon bei 66% Wachstum. Also ich bin vorhin schon ein bisschen gewachsen. Aber der Kleine guckt mir zu. Ja, da hinten ist irgendein Kanu. Eigentlich ist der Herrera doch auch ein guter Schwimmer, oder nicht? Könnte ich jetzt hier einfach reinspringen mit dem Körper? Oh, das hat doch gut geklappt. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir den Kanu im Besuch abstatten können. Das ist das erste Organ. Oh, jetzt können wir uns wieder die perfekte Diät reinballern. Ich hoffe, der Kleine hat sich gerade nicht zu voll gefuttert. Und jetzt sind wir wieder perfekt ausgestattet, was die Diät angeht. Da kommt ein Kanu, sagt er. Okay. Oh ja, da hinten kommt einer. Ja, die schwimmen hier rüber, ne? Die sind, glaube ich, sauer. Haben wahrscheinlich einen Angehörigen von denen gekillt. Rennen wir mal ganz schnell weg. Ja, yep, die sind sauer. Oh nein. Wenn der hier durchlaufen kann, habe ich ein Problem. Oh nein, mein Kleiner stirbt. Spring ins Wasser, Kleiner. Ich kann dir leider nicht helfen. Nein. Das war das Patenkind, aber ich hätte ihm da nicht helfen können. Jetzt bin ich wieder auf mich allein gestellt. Aber jetzt sind wir quitt, oder, Kano? Ich habe dein Baby gekillt, du hast mein Baby gekillt. Also alles gut. Oh, der Kano hat sich da gerade hingelegt. Vielleicht komme ich da ran. Da vorne liegt er. So, jetzt habe ich noch ein Baby von denen gekillt. Jetzt sind wir nicht mehr quitt. Oh, da ist die Mama. Oder der Papa. Guck mal, der Kano ist da. Riskiere ich das jetzt? Direkt die Klippe runter. Da unten liegt sogar Fressen. Ich glaube, ich werde dann die Salzwassermutation lernen. Das können wir hier an dieser Stelle perfekt machen eigentlich. Da ist leider nur ganz wenig zu fressen, aber ich fange da mal an, Salzwasser zu trinken. Werden uns dann halt gleich ein paar Mal übergeben. Da schwimmt ja sogar ein Fisch im Salzwasser. Das habe ich aber noch nie gesehen. Ist das so gewollt? Sehr interessant. Oh, jetzt habe ich mich übergeben. Ah, jetzt kann ich schon lernen.
Sehr gut. Jetzt können wir Salzwasser trinken. Jetzt müssen wir gleich nur noch unsere Diät wieder auffüllen. Oha. Oh, der ist gerade gestorben an Fallschaden, der Trodon, glaube ich. Jupp, ist er. Tja. Esse ich dann auch mal. Oh, das ist ein Kano. Das ist das Baby. Schnell hier hoch. Oh Gott, das war knapp. Oh, guck mal, da ist was am Wildschwein dran. Komme ich so weit? Ich weiß es nicht. Okay, ich bin nicht ganz so weit gekommen, aber wir haben ihn so gekillt. Ich bin voll der Kanu-Killer. Irgendwie töte ich nur Kanus. Ich glaube, der Felsen hier könnte ganz geil sein am Strand. Da hat man, glaube ich, guten Überblick. Da unten sind auch ein paar kleinere Dinos unterwegs. Ich glaube, das sind Troodons. Ich glaube, die wollten die Dibbles attacken. Klingt zumindest so. Versucht die mal abzufangen. Und in den Lauf. Was sind die los? Okay. Oh nein. Oh Gott, der kam aus dem Nichts. Ich wollte gerade die Schildkröte töten und war super langsam durch das Wasser. Oha. Aber ich hatte es auch irgendwie verdient, weil ich habe so viele Kano-Babys getötet. Und ich glaube, das war einfach das Karma dafür, dass der dann so aus dem Nichts kam. Okay, hier ist die Babyzone. Da ist auch unten schon direkt was. Also eventuell. Ein Hipsi, glaube ich. Er leuchtet so schön blau. Da haben wir ihn. Okay, der ist sogar S, das ist gut. Oh, unter mir ist ein Raptor. Der will sich genau hier ausruhen, das ist ja perfekt. Aber ich kann irgendwie nicht abspringen gerade hier an der Stelle. Da liegt der doch drin, oder? Ich habe ihn gekillt. Das war jetzt sehr, sehr lucky, dass der einfach random in den Busch gegangen ist. Oh, da kommt was Kleines. Das war ein Dilo. Ich esse jetzt mal mit dem Dilo zusammen. Ich muss den gerade nicht töten. Ich habe ja gerade schon einen Babykollegen von ihm gekillt. Na, Dibbles? Es geht ab. Oh nein, ich habe ihn nicht getroffen. Ach, wie ärgerlich. Schade, schade. Weiß nicht, was es ist, aber ich werde versuchen, drauf zu springen. Vielleicht treffe ich es im Laufen.
tatsächlich geschafft. Das war ein kleiner Kanu, glaube ich. Der liegt da jetzt, das ist doch nice. Jetzt haben wir etwas, was andere anlockt. Oh nein, die Kompi-Armee kommt. Sie wollen über meinen Kanu herfallen, den ich erlegt habe. Sowas Freches. Ja, die essen den halt jetzt auf. Das kann ich nicht zulassen. Zwei mit einem Streich. Problem ist, ich habe mittlerweile hier einen Besucher auf meinem Hügel. Guck mal da vorne, wer da sitzt. Das ist einfach ein Kanu, der hier chillt. Aber ich meine, der kann mir ja nichts, wenn ich hier in der Klippe hänge. War trotzdem ein bisschen nervig. Keine Ahnung, warum der sich da ausruht. Da vorne kommt was rüber geschwommen. Das könnte was für mich sein. Ich glaube, ich spring direkt drauf. Den lasse ich nicht essen. Der Kanu bewegt sich jetzt auch wieder. Der guckt, was hier los ist. Ich glaube, der geht jetzt runter. Da kommt der Kanu. Okay, der hat meinen Cerato abgestaubt. Der dreht jetzt hier richtig auf. Alle Ceratos werden platt gemacht. Guck mal, da kommen wieder die Kompis. Die haben Angst vor mir, wie süß. Ja, aber leider ist gleich Server Restart. Das heißt, die Leichen sind gleich alle wieder weg. Schaffen wir diesmal einen Triple Kill an den Kompis? Der Quadra Kill sogar. 4 Stück. Schade, dass der Server gleich restartet. Guckt euch mal das Massaker hier an. Also ist auf jeden Fall ein Paradies für jeden Fleischfresser, wenn der das riecht. Oh, jetzt kommt er hier rüber. Da können wir eventuell dann doch nochmal zuschlagen vom Server Restart. Etwas im Maul. Okay, wir haben ihn gekillt. Er konnte sich nicht wehren. Oh, wo schleicht denn da lang? Den haben wir erlegt. Oh, da frisst was. Da haben wir schon die zweite Leiche. So, ich gehe was essen. Ich habe da jetzt sogar die Organe drin gelassen. Das ist ja ein Träumchen. Dann kann ich mich natürlich perfekt vollfressen. Na, den will ich gerade noch nicht. Das nehme ich. Schon habe ich wieder die perfekte Diät. So schnell geht's. Schwer, die Kleinen mal zu treffen, ne? Wieso treffe ich den gerade nicht? Hä? Okay, ich glaube, es ist laggy. Dann hat er Glück gehabt. Oh, ein kleiner... Warum greift er mich an? Frech. Na komm, geh was trinken. Muss auf jeden Fall ein bisschen runterrutschen. Oh, das wird jetzt ein gefährlicher Sprung.
glaube, der beobachtet mich. Ja, der hat mich gesehen, oder? So ein Mist. Da war ich zu auffällig, ich hätte noch länger warten müssen. Naja, man kann nicht immer erfolgreich sein. Oh, was kommt denn da? Das ist ein kleiner Mini-Dibbel. Oh, der ist ja so süß. Ich will ihn trotzdem töten. Aber ich krieg's bestimmt nicht hin, wenn der sich bewegt. Na, ja, tatsächlich geklappt. Sah aber auch ganz schön brutal aus. Jetzt kann ich mir wenigstens frische Organe daraus holen. Oh, jetzt kommt er hier hin. Vielleicht kann ich ihn dann auf den Kopf springen. Oh, der hat auch gekotzt. Das hat ihn auf jeden Fall hart getroffen. Na, der sieht es halt. Schade, schade. Aber der Hipsi ist leider so schnell. Okay, ich habe ihn gekillt. Den Baipi würde ich auch gerne springen. Aber im Wasser ist das, glaube ich, mein Tod. Gott, ich glaube, das wird mein sicherer Tod. Aber ich lebe jetzt schon so lange. Da muss man auch mal Risiko eingehen. Okay, das wird tödlich enden. Okay, zwei Hits haben geklappt, auf jeden Fall. Oh, die sind so sauer. Jetzt tue ich's. Oh Gott, ey. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gehittet, leider. Genau da an dem Busch sind die irgendwo. Ich spring mal rein. Ich glaube, ich habe einen gekillt. Oh, guck mal, der eine Dibbel hockt alleine. Dann greife ich den doch an. Oh, da ist der Baipi wieder. Schwimm nicht weg. Wenn er still stehen bleibt, springe ich auf ihn. Ja, ich habe ihn gekillt. Oh nein. Pflanzenfresser sind sauer auf mich. Oh no. Nein, Stego, tu's nicht. Oh, ich bin weg. Gott sei Dank. Oh. Das war's mit dem Baipi. Das fand die Stegos gar nicht geil. Soll ich's tun? Könnte mein Tod bedeuten schon wieder. Mach's trotzdem. Okay, einige Male reingebissen auf jeden Fall. Komm leider nicht an meinen Stego-Freund ran.
Vielleicht versuche ich es auf dem Fußweg nochmal. Einfach mal ein bisschen mit dem Feuer spielen. Ja, los geht's. Komm doch her. Da habe ich ihn wieder gut getroffen. Mein Mate kommt auch. Sehr gut. Ich mach mal Nachtsicht an. Wir machen halt guten Blutungsschaden. Und weiter geht der Spaß. Was wollt ihr machen? Ich treffe ihn trotzdem. Der Diablo kommt hier auch schon wieder. Könnt ihr nicht eskortieren. Oh, wie sie mich wollen alle. Sind alle so sauer. Sehr gut, mein Mate ist auch in den Baum gesprungen. Lenkt die auch noch mal mehr ab. Oh, jetzt haben sie mich. Mist. Oh nein. Aber war eine sehr, sehr lustige Folge mit dem Herrera. Ich habe jetzt am Ende auch echt lange überlebt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und schreibt gerne unten in die Kommentare, welchen Dino ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.